BCGA zu Gast bei Be Quiet und da gibt es drei Premieren zu sehen. Ich habe hier den Aaron Licht neben mir und er zeigt uns mal die neuen Produkte, vom Netzteil bis zum Kühler, alles dabei. Ja, hallo erstmal. Wir zeigen auf der CeBIT zum ersten Mal das neue PurePower L8. Pfiffige Leser von der PC Games Hardware werden sicherlich jetzt fragen, PurePower L8 habe ich schon vor ein paar Monaten gehört, das ist wahr. Wir haben PurePower L8 mit Kabelmanagement vor ein paar Monaten veröffentlicht. Jetzt ziehen wir nach mit dem Modell mit den fest angebrachten Kabeln. Da gab es momentan noch parallel die L7-Serie. Das ist das Upgrade auf L8, das bedeutet eine Bronze-Zertifizierung, 3 Jahre Garantie. Den eigenen Be Quiet Lüfter hier drin, auch wieder mit dieser Gummiummantlung, diesmal in einem Grau gehalten, um es zu differenzieren zu dem Kabelmanagement PurePower, wo es dann orange ist, der Ring. Ganz interessant beim PurePower mit den Kabeln fest dran, wir haben ab 400 Watt das Sleeving, das hatten wir vorher auch noch nicht. Ab 300 Watt hat das PurePower jetzt einen PCI Express Stecker, das ist ein spezifischer Kundenwunsch gewesen, wahrscheinlich für Endanwender, die ein kleines Gaming-System bauen möchten. Und ab 400 Watt hat es sogar 2 PCI-Express-Anschlüsse. Das hatten wir vorher auch noch nicht in der Serie. Das sind die groben Updates. Ein Review wird sicherlich in Kürze bei der PC Games Hardware dazu geben. Stimmt. Haben wir jetzt auf Video. Ja. Okay, machen wir direkt weiter. Dann zeigen wir zum ersten Mal auch auf der CeBIT den Shadow Rock 2. Shadow Rock 2 ist das Einstiegssegment im Kühlungsbereich bei Be Quiet. Wir haben uns trotzdem bemüht, das Ganze irgendwo ästhetisch und hochwertig von der Optik aufzubereiten. Das sieht man an dieser Aluplatte, wie wir sie vom Darkrock Pro 2 erkennen. Diesmal aber in Silber gehalten. Wir haben auch die Caps auf den Heatpipes drauf. Die Kühlfläche selbst ist sehr groß gehalten für einen Einstiegskühler. Deshalb haben wir das Ganze so gelöst, dass man den Lüfter an jeglicher Position anbringen kann. Also der kann zum Beispiel, wenn der Arbeitsspeicher im Weg ist, auch auf die gegenüberliegende Seite montiert werden oder wenn eine Grafikkarte im Weg ist. Also da hat man zahlreiche Möglichkeiten. Auf dem Kühler verbaut ist die nächste Premiere übrigens. Das ist der PureWings 2. Das heißt, den haben wir hier zum ersten Mal auch auf der CeBIT. Den stelle ich gleich nochmal kurz vor. Ja, und das ist wie gesagt die Einstiegsklasse im Kühlungsbereich. Hattest du schon den Preis gesagt? Nee, den Preis kann ich noch nicht sagen. Okay. Okay. So, und hier der schon angesprochene Lüfter hat die typisch bekannten Be Quiet Lüfterblätter. Ist ja auch irgendwo logisch, wurde viel Arbeit reingesteckt, um da einen Weg zu finden, die Luftverwirbelung zu minimieren. Das wurde auch übernommen. Ein Rifle-Lager ist montiert und der Verzicht, den sieht man ja schon im Vergleich zur Sidewings-Serie, ist die Gummientkopplung. Dafür sind wir aber sehr preisaggressiv mit dem Modell, das heißt die ganze Serie ist nicht über 10 Euro vom Preis und geht von 80 bis 140 mm und die 140 mm Version kostet zum Beispiel 9,90 Euro nachher. Okay. Alles klar. Danke, Aaron. Danke auch. Dann bis zum nächsten Mal.